Die letzte Mission war ein bisschen, beziehungsweise die letzte Folge war ein bisschen ermüdend, weil sich das Ganze sehr in die Länge zog. Es gab aber auch eine böse Überraschung mit dem Angriff der zwei Hände von Rook. Erstaunlicherweise habe ich das irgendwie überstanden. Großen Anteil daran hatte natürlich hier das Ding. Der Reiniger. Davon habe ich bald auch einen zweiten. Ich glaube, spätestens dann haben die Gegner ein bisschen ein Problem. Ich bin hier ein bisschen auch angewiesen, dass ich etwas mehr Luftverteidigung zusammengebaut kriege. Oh ja. Denn irgendwo kommen immer noch jede Menge. Bomber, ja? Shit. Oh. Irgendwo sind große Bomber vorkommen. Die muss ich mal ganz dringend ausschalten. Ich ziehe jetzt mal meine Luftverteidigung ein bisschen zusammen. Das war bei den Bombern keine so gute Idee, weil die mit einem Flächenangriff starten. Andererseits, wenn die Tempest die runterholen, dann haben sie halt auch mal überhaupt keine Chance. Ich muss allerdings ein bisschen auf die aufpassen. So geht's mal gar nicht. Oh, hier sitzen sie schön in der Zwickmühle. Ich habe noch ein bisschen Luftabwehr, die könnte ich hier oben irgendwo hinpflanzen. Dann nehme ich jetzt doch mal die Hand. Ne, Quatsch, das ist ja nicht die Hand. Den Reiniger und schieb den hier hinten hin. Soll der hier ein bisschen aufpassen. Ja. Mit ein bisschen Luftverteidigung sieht das dann am Ende gar nicht mehr so blöd aus. Jetzt bau den doch halt endlich mal fertig. Gut, ich brauche ein Muttergu an verschiedenen Stellen. Ich brauche es einmal hier. Und ich brauche es einmal hier drüben. So, noch ein bisschen mehr Tempest-Einheiten. Ja, damit. Dankeschön. Und hier hin. Ja, wenn ihr mal nicht irgendwie alle 2 Meter vorrennen würdet, dann wäre das auch alles viel, viel sinnvoller. Und noch eine Bodenverteidigung, das ist nicht so gut. Mit.
Rest können wir wahrscheinlich mit den beiden Reinigern klären, oder? Ja, okay. Der Rest ist Luftverteidigung. Einheit wird angegriffen. Der Boden gehört offiziell mir. Super. Stützpunkt vernichtet. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. So, schauen wir mal. Geil, der kann auch hier über Berge klettern. Fantastisch. So, das sollte passen. Dann kommt der andere hier auf den Berg rauf. Und die beiden schicken wir hier hinterher. Passt das auf. Und kriegen wir noch ein bisschen Verteidigung durch ein paar Tempest-Einheiten. Die hier auch. Ja. Ah, nee, bleib oben. Bleiben. Nur für alle Fälle. Obwohl, kann sie aber in den Cannon ziehen. Also Quatsch machen. Ach! Was haben die getarnte Aufklärer hier dabei? Die sich selbst umbringen. Sehr schön. Scheinbar bauen sie jetzt nur noch kleine Verteidigungseinheiten, also kleine Aufkleber, aber das stimmt nicht, beziehungsweise die kleinen Jagdmaschinen. Die großen sind doch noch da. Ich gehe mal hier auf den Berg. So, mal ein bisschen. Klassische Aufklärung leisten. Zack. Ah, hier ist auf jeden Fall ein Hangar, den haben wir gleich fertig. Bevor der hier mit seiner Artillerie langkommt. Zack, auf da. Oh nein! So unvorsichtig. Alter, was ist denn das für ein Bollwerk hier hin?
Jetzt kann ich auch. So geht's nämlich. Die können hier von mir aus den Durchgang bewachen. Das Ding fress ich. Oh nein, 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 nein. Weg hier. Irgendwo ist ein Aufklärer, da ist ein Aufklärer. So, jetzt mal. Ach, das zieht sich alles viel zu sehr in die Länge. Ah, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles gar nicht. Wie lange braucht die denn hier noch? Oh, die war noch ewig. Verdammt, verdammt, verdammt. Mal ein bisschen mehr Verstärkung hier in das Tal. So, epische Einheit. Dann machen wir was Episches. Gut, dann zerstöre ich jetzt erstmal hier die Lebenbasis. Die kümmern sich, das passt. Hier geht man hier ein bisschen weg. Ist nicht gut, dass die die erreichen. Ah, das war ganz schön schwach. Reicht das? Na, das sollte gleich reichen. Gut, ihr haltet hier die Stellung. Hole ich mal in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr Abwehr. Die können wir hier draufstellen. So. Geil, wie die Tentakel da so rauskommen. Ah, die verflixten Aufklärer hier irgendwo zwischendurch. Haut ab, lasst mich in Ruhe. Irgendwas klärt doch für die auf. Ich wüsste was. Das sind nicht die. Na, ich schick die mal lieber aus dem Weg. Hauptsache, die decken ein bisschen auf. Das reicht mir. Ja, sammelt ihr euch da mal. Keine Sorge. Irgendwo erwische ich euch. Im schlimmsten Fall mit meinem Muttergruß. Die laufen ja hier noch so schön rein. Da ist ein Hangar. Oh fuck. Ah, warum sitzt denn das nicht da drauf? Was mit dir? Boah, ich hab euch zum Fressen, ja. So, zurückziehen. Oh, hier sind die Hangar. Ich fress ich auch noch. Ihr macht mir hier schön die Verteidigung. Die sitzt auch gut. Na, ich glaube, hier kommt nicht so viel durch. Ja,
Sehr schön. Das braucht noch ewig. Ewig und drei Tage. Du gehst hier wieder rauf. Du sitzt drauf. Sehr schön. Okay. Geht so. Kann es sein, dass ich gerade das Muttergut irgendwo geschickt habe? Oh ja. Das war gar nicht der Plan. Okay. Würde ich sagen, höchste Zeit für einen Frontalangriff. Okay, das ist jetzt hier nur noch eine Frage der Zeit. Die dürften eigentlich keine Chance mehr haben. Ich müsste mal die Produktionsstätten irgendwie kaputt kriegen. Ja, aber hier ist auch egal. Sollen die sich hier sammeln? Ist doch egal. So, gut mit dir. Oh, nee, das meine ich egal. Zieh dich zurück, verdammt. So. Okay. Gut, dann sollen die halt das aufräumen. Das Ding baut immer noch. Kann ich hier irgendwo mal was Großes rausziehen? Ach, scheiß drauf, da bauen wir halt jetzt ein paar Panzer, ey. Mir doch egal. Bauen wir eine Schildeinheit dazu, auf die sie sich konzentrieren können. Bauen wir noch Panzer. Sehr schön. Ihr sammelt euch alle hier. Ich glaube, die Luftstreitkräfte habe ich größtenteils ausgeschaltet. Ist auch hier vor. Gehen wir halt jetzt wieder in den klassischen Bodenkampf über. Wenn es nicht anders geht. Die Gu spielen sich umständlich. Also ich spiele sie wahrscheinlich auch nicht so wirklich gut, aber die... Ist halt nicht wirklich gut, aber wahrscheinlich wirklich scheiße. Aber die sind... nee, sind nicht meine Welt. Das Mikromanagement, wenn ich das nicht irgendwie als zentral über ein Menü steuern kann, finde ich das alles nicht ganz so praktisch. Ey, wie... Oh, verdammt. Na gut, die Rache kommt. Hey, wo ist mein großer Schild? So. Jetzt räumen wir hier mal ein bisschen auf. Ja, falls das überhaupt notwendig sein sollte. Die Luftverteidigung ein bisschen nach vorne rücken. Ich glaube, die hier auch. Kann die hier ein bisschen ins Tal aufdecken. Ja, sehr schön. Und Einsatztrupp 2 kommt hier mit. Dann haben wir aus dem Ding mal Einsatztrupp 1. So, jetzt wird aufgeräumt. Hätte ich eigentlich schon viel früher machen können, aber ich dachte mir, ich bräuchte vielleicht die Ressourcen im Notfall. Dann schicke ich doch mal die hier lang. Ah, da hinten ist irgendwas. Und auf der rechten Seite müssen noch Basisstationen sein. Hangarstationen, weil da kam eben gerade nochmal Luftverteidigung angeflogen. Ich glaube, ich setze mal wieder
anderen Teil der Einheiten auch noch darauf. Fire at will. Ist das Ding jetzt mal fertig hier? Nein. Ja, der Gegner hat doch jetzt schon verloren. Das ist doch eine besiegelte Sache hier. Na gut, dann marschiere ich mit dem ein bisschen weiter nach vorne. Und eins kümmert sich hier um den klein geruscht. Drauf auf die Basis. Mal schauen, was hier noch ist. Sieht mir grob nach nochmal einer ganzen Reihe von Verteidigungsanlagen aus. Ah ja, hier nochmal Artillerieeinheiten. Sogar jede Menge. Ist aber egal. Ich glaube, jetzt hat sich die Sache erledigt. Der ist auch fertig. Was macht er denn? Ja, was macht er denn? Irgendwo ist Artillerie. Müsste man was finden. Oh, da ist sogar jede Menge Artillerie. Meine schöne Einsatztruppe. Kaputt gemacht. Kaputt gespielt. Ihr habt's ja wohl nicht mehr alle. Oh, geht's noch langsamer? Die Barrikade längst durchbrochen. Jetzt akzeptiere halt, dass die Mission vorbei ist. Das ist echt so ein bisschen, das ist dann ein bisschen sehr altbacken. Wenn sie jetzt wenigstens die Zeit nutzen würden, um vielleicht irgendwas Storytechnisches fortzuführen, könnte man ja noch sagen, okay, gut. Dann gibt es wenigstens irgendwie coole Hintergrundinformationen oder sowas, aber das ist ja auch alles nicht der Fall. Ja, kümmert ihr euch darum. Ja, ist schön. Das kommt hier als zweite Ding. Das soll mir reichen. Ist hier noch was? Nein. Ah, die wollte ich gar nicht. Ich wollte mehr Panzer. Ah, jetzt kann ich schon gar keine mehr bauen. Maximum erreicht. Ja, logisch, durch die zwei Reiniger geht da natürlich nicht mehr viel. Kann ich den eigentlich hier im Berg verstecken? Im Gebüsch? Das kleine Ding. So. Hier kann ich nach hier hinten ein bisschen aushelfen. Ich habe scheinbar die Produktionsmöglichkeiten des Gegners geschwächt. Auf jeden Fall greift er nicht mehr, nicht mehr mit Lufteinheiten.
So, jetzt nehmen wir den Turm mal, den Berg mal hier von zwei Seiten auseinander. Den. Passt. Oh, die sind aber echt. Die sind echt gut dabei. Ja, jetzt hört er auf. Ich will doch nur aufdecken. Na, ich glaube, das war's. Aus der Zunge kommen sie nicht mehr raus. Aus der Landzunge. Das sind tatsächlich noch Stutzpunkte für einen Luftangriff. Aber nichts mehr, was mir wirklich gefährlich werden kann. Ich schieb mal eine von den Super-Einheiten hier vor. Und die andere kann ja hier den Canyon mal sauber machen. Ach, ich habe keine Panzer mehr. Das ist egal. Hab ich noch irgendwas zum Aufklären? Einheit wird angegriffen. Ja, doch immer mal noch irgendwo irgendwas auftaucht. So. Also hier hinten ist auch nichts mehr. Müsste ich es doch mal langsam haben, ey. Es reicht. Muss man jede scheiß Popeleinheit hier zerstören, oder was? Och, Leute. Da weiß man dann auch immer nichts mehr zu sagen. Was ist das? Ach, hier ist noch was. Sehr schön. So, letzter Stützpunkt. Komm schon. Mach ihn kaputt. Wehe, da hat sich noch irgendwo irgendwas versteckt. Aber die Karte ist eigentlich komplett aufgedeckt. Da dürfte nichts mehr sein. Ah, hier ist noch ein Schützturm. Den können wir noch ausschalten. Basis auseinander. Schön. Mehr ist nicht. Das ist schon witzig. Also da ist ein beispielsweise ein Halo Wars oder sowas deutlich dynamischer und abwechslungsreicher, was die Mission angeht. Da passiert einfach viel mehr. Auch in späteren Teilen der Mission. Meistens zumindest. Nicht immer, aber meistens. Das ist. Missionsdesign ist nicht so wirklich gut in dem Spiel, kann man echt nicht sagen. Obwohl die Voraussetzungen ja eigentlich alle da wären. Sie müssten nur irgendwie ein bisschen mehr Mühe sich mit der Mission geben. Das sehe ich ja nicht so ganz. Entweder wird nicht gut kommuniziert, was man machen soll, oder es ist dann einfach ab einem bestimmten Punkt nur noch ein sehr, sehr einfaches, billiges Abarbeiten. Das kann es ja auch nicht sein. Ich hab doch den scheiß Beta-Stützpunkt jetzt zerstört. Soll jetzt hier echt alles abgrasen, oder was? Ist doch albern. Wehe, diese eine Station hier hinten ist es jetzt, an der es liegt, dass wir nicht weiterkommen. Oder muss ich die Einheiten an einen bestimmten Punkt bringen? Ich weiß es nicht. Zerstört sie jetzt. Sichern Sie den Weg voraus, indem Sie den Beta-Stützpunkt zerstören. Da ist doch nichts mehr. Das sind doch hier nur Mini-Überreste von nichts.
sieht so cool aus, wie die rübergeschleudert werden zum zweiten Ziel. Gefällt mir gut. So. Jetzt bin ich mit meinem Metall bald am Ende. Jetzt ist nur noch das eine Ding hier hinten. Auf der ganzen Karte ist nichts mehr, bis auf die eine Fabrik. Und seit wann muss ich denn Fabriken zerstören? Wollen die mich verarschen? Das ist nicht mal mehr da. Was soll ich denn machen? Hier ist nichts mehr. Scheiße. Ich ziehe jetzt das blöde Gut durchs ganze Level. Um zu gucken, ob noch irgendwo Einheiten aufgedeckt werden. Und wäre es noch irgendwo einmal versteckt? Aha! Der Hangar, nicht aufgeräumt. Oh, Gott sei Dank. Ich war schon ein bisschen Panik, ehrlich gesagt, dass es vielleicht kaputt ist. Sehr gut. Irgendwo versteckt an Kartenrand. Ich habe es auch nicht mehr gesehen hier beim einfach nur rüberschauen. Wehe, das ist es jetzt nicht. Also wenn es das jetzt nicht ist, dann kriege ich einen Tupsusanfall. Oh, jetzt rennt halt. Ach, guck mal, jetzt laufen sie um die Wette. Ich glaube, das Motor ist schneller als der Zerstörer. Geschwindigkeit 50, Muttergu, Geschwindigkeit 75, ist schneller. Aber sonst kann das Ding hier von hier schon angreifen und ist dadurch tödlicher. Die Barrikade ist gefallen. Jetzt ist es an Ihnen, Saruk. Der Weg ist frei. Wir können die Durchlassvorrichtung erreichen. Die Beta und die Menschen erwarten uns bereits. Ba, 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 ba. Das war tedious. Verdammt. Vielen Dank, dass das vorbei ist. Aha. Gegner erkannt. Und in der nächsten Folge dann das große Finale. Immerhin alle Zusatzaufgaben erfüllt. Und Barca besiegt. Und in der nächsten Folge dann das Ende von Grey Goo. Beziehungsweise, wahrscheinlich wird das auch ein bisschen dauern, aber zumindest die nächste Mission ist dann die letzte. Und schauen wir mal, wie es ausgeht. Also, bis dann. Ciao.